Das wird cool. Also das Modul ist natürlich sehr, sehr geil, weil eigentlich können wir dann, hier zwischen passen nämlich auch alle 2,5 Meter Module. Eigentlich können wir auf dieser Basis allen möglichen Kram machen. Wir könnten zum Beispiel auch ein Science Lab hier mal reinbauen, was dann hier dazwischen hängt und dann mit diesen beiden Modulen seine Türen und so verpasst bekommt. Ich glaube, das könnte echt eine gute. Mal gucken, wie sich es einfügt jetzt optisch in die Basis. Das wäre eine coole Idee, oder ein cooles Konzept, wie unsere Minmus-Basis werden könnte. Weil ich glaube, dass tatsächlich, wenn das Ding dann mal fliegt, bei der Landung so ein breit gebautes Teil natürlich unglaublich einfach zu landen ist. Und die Gefahr, dass es bei dieser niedrigen Schwerkraft, überflippt, ist halt einfach deutlich geringer. Nee. So viel zu meiner Theorie zumindest, wie ich das glaube, verstanden zu haben. So, jetzt gucken wir mal hier, dass wir unseren Anflug sauber bekommen. Der ist diesmal eher so nordpolar. Und ich meinte echt, ich hatte hier ein Dings ausgewählt. Minmus, Duna Probes, Explore Duna, Moonbase Bravo. Ja, wenn man nicht richtig liest, ne? Ärgerlich. So, jetzt korrigieren hier. So, da war er ganz schnell wieder weg. Jetzt bin ich, glaube ich, schon drüber, ne? Dass der noch was wird, aber wir machen das mal so, wie er es haben möchte. Ach nee, das war der Mond gerade. Alles klar. Gut, ich habe schon gedacht, irgendwas hatte ich da gerade. Alles gut. Gleich habe ich dich. Kleines wildes Manöver. Gleich habe ich dich. So. Sogar ein bisschen näher dran als gedacht. Okay, so weit, so schlecht. Und Darkblatt, vielen Dank für dein Follow. So, und dann machen wir hier auch noch eine kleine Korrektur unterwegs. Und zwar auch so ungefähr auf Höhe des Mondes. Wir wollen gerne ein bisschen runter. Und wir wollen gerne ein bisschen rein. Hoppla. Ein bisschen rein. Nicht komplett rein. Ein bisschen rein. Litho breaken müssen wir heute nicht. So, 34 und dann ein bisschen wieder hoch damit. So, 29 Kilometer Höhe finde ich fair. 2,9 Meter pro Sekunde Korrekturmanöver finde ich auch sehr fair. Das heißt, wir zeitraffern uns da jetzt mal hin. Können wir wahrscheinlich auch so mit dem direkten Warp machen. Stromtechnisch sind wir stabil. Das sieht gut aus. Kann man also alles so machen. Zack, Warp to next Manöver. Sehr schön, ich glaube, das passt ganz gut. Jetzt nochmal eine ganz vorsichtige Korrektur, dass wir den richtigen Anflugwinkel haben. Und dann gehen wir rüber zu unserem Container und landen den als erstes an. Und wie gesagt, also unabhängig davon, dass es wahrscheinlich dann gleich 18 Uhr wird, das Anlanden des Containers und das Anlanden dieser Wohneinheit, das machen wir heute auf jeden Fall noch. So viel Zeit muss sein. Ne? Versprochen ist schließlich versprochen. Und ich will auch wissen, ob es funktioniert. Ich will nicht selber so einen Cliffhanger für mich auch noch bauen, weil da muss ich bis nächste Woche warten, um rauszufinden, ob ich es hinbekomme, das Zeug so zu landen, wie ich mir das gedacht habe. Das möchte ich nicht. Euch quälen ist okay, mich selber quälen ist nicht okay. Deshalb fliegen wir das heute noch zu Ende. So. Gut, einmal ausrichten. Ich nehme übrigens gerne Spekulationen oder Tipps und Wetten entgegen, ob das klappt mit den neuen Modulen oder ob das ein fürchterliches Desaster wird. Ihr dürft euch da gerne im Chat zu auslassen. 57, good enough. So, die Funkverbindung steht. Dann können wir jetzt hier rüber switchen. Ja, ich hoffe auch, dass sie nicht rumspringen, ehrlich gesagt. Aber sobald sie mit den Curbo-Tubes verbunden sind, sollten sie von dem Bodenanker des zentralen, also des Basismoduls, was jetzt schon da steht, eigentlich profitieren können. So, Strom haben wir. Yep. Okay, dann heißt es jetzt hier ab zum Manöver. Da kommt die Wohneinheit 2 angefahren. Ich hoffe, die ist nicht eher da als wir. Wait. Ich muss einmal kurz sicher gehen, dass ich da nicht einfach vielleicht. Aber ich glaube, die fliegt erst noch vorbei. Aber ich speichere das Manöver lieber ein, einfach um sicher zu gehen, dass mir die nicht irgendwo wegflutscht.
Das, wäre ungünstig. So, wir haben hier 8 Tage noch. Okay. Zack. Und wir möchten gerne auf der Periapsis ein Bremsmanöver einplanen. Schwupp. Dankeschön. Und das möchten wir bitte als Alarm anlegen, damit wir das auf keinen Fall verpassen. Und dann können wir auch wieder zu dem anderen Ding zurückgehen, ohne dass ich Gewissensbisse haben muss. Ja, sonst wäre das so ein bisschen. Ah, es fühlt sich immer falsch an. Haben wir Wintern schon definiert? Ihr schafft das noch, ein neues Wort zu erschaffen, wenn ihr so weitermacht. So, zack. Gut, dann geht's jetzt tatsächlich weiter in Richtung unseres Manövers, zu dem sich das noch ein bisschen zieht, weil wir jetzt erstmal diese komplette Runde da drehen und da kommt, ach guck mal, was für ein cooles kleines Relay-Netzwerk wir mittlerweile sogar schon haben. Durch den Scansat und den ganzen anderen Kram. Gut, da kommt unser Manöver. Gar nicht mehr lange hin. Hallo, Raumstation. Ey, wir können echt der Raumstation winken, oder? Ich hoffe, wir crashen nicht die Raumstation. Da kommt sie. Minmus Space Station. So, ich hoffe, ihr sitzt alle schon gespannt am Fenster und winkt gleich ein bisschen. Mal gucken, wie nah wir rankommen. 51. Ah, das ist schon ziemlich nah. Also für Weltall ist das gar nicht so weit auseinander, ne? 42 Kilometer an der Space Station vorbei. Nicht schlecht. 40 Kilometer, 41. Ganz schön viel Verkehr um Minmus, das stimmt. So, Target machen wir wieder aus. Gut, wir drehen uns dann mal zu unserem Manöverchen hin. Das ist nämlich auch gleich fällig. In 3 Minuten. So, dann werden wir mal sehen, dass wir das halbwegs sauber machen. Ich weiß nicht ganz, wie lange wir brennen müssen. Wenn ich oben mal so gucke, 1 Minute 5 brauchen wir für 600 Delta V, um die komplett rauszubrennen. Also würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir so ungefähr 20 Sekunden zünden, maximal. Deshalb würde ich auch sagen, ja, das wird das erst, wenn die Tankstelle öffnet. Da hast du recht. Dann geht's richtig los. Wobei die ja dann eher zur Space Station fliegen. Jetzt kommen ja noch Bodenmodule. Aber erstmal müssen wir anfangen. Also wir fangen ja jetzt mit diesem Modul quasi an, Erz abzubauen. Das ist zumindest der Plan hinter dieser Geschichte. Danach kommt im nächsten Schritt dann irgendwann mal die Spritherstellung. Und dann brauchen wir den Pendelverkehr nach oben. Eins nach dem anderen. So. Antrieb an, plötzlich wurde es hell. So, das ist jetzt wie gesagt erstmal nur unser Orbit, den wir ziehen. So, ich mache jetzt mal so aus. Gut, jetzt müssen wir die Basis treffen. Jetzt wird's lustig. Da ist sie, die Minmus Base Alpha. Wir haben mal wieder Glück gehabt. Es ist im Hellen. So, und ich würde hier mal ein relativ rabiates Bremsmanöver. Obwohl, wir müssen gar nicht so rabiat an die Sache rangehen. Add Manöver. Zack. Und dann runter damit. So, und ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen drüber. Das wird sich, wie gesagt, hier immer noch ein bisschen weiter drehen. So, wir investieren jetzt einfach mal so 25 Delta V. Dann haben wir nämlich noch 400 und ein bisschen. Das ist eigentlich fast doppelt so viel, wie wir brauchen. Oder es ist doppelt so viel, wie wir brauchen, um eine Landung zu machen. So, jetzt zoomen wir uns erstmal ran. In 3 Tagen kommt unsere Wohneinheit an.
Dann gibt es endlich ein bisschen Raum für euch auf Minmus. Also natürlich wird das primär erstmal mein persönliches Privatquartier, bis ich hier irgendwann mal abgeholt werde. Nein. Aber dann habt ihr ein bisschen mehr Platz für alle, die da wohnen. Ich wohne ja im Moment auch auf Minmus, weil ich als Pilot mitgeflogen bin, um diese ganze Geschichte da zu beaufsichtigen, ob das hier alles auch ordentlich läuft. Dementsprechend erstmal ein Dankeschön an Kelly Wolf fürs Follow und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir mit dem zusätzlichen Wohnraum auf vielleicht so 300, 400 Tage Habitation kommen. Das wäre ganz cool. Aber jetzt kommt erstmal das Abbaumodul. So, jetzt kurze Zündung. Um das hier in den Endanflug zu bringen. Jawohl. Check, damit sind wir fertig. Das ist unser Target, auf das wir zu wollen. Gut, jetzt wird's lustig. Wir fliegen noch ein paar Kilometerchen. Suicide Burn sind momentan 140 Delta V. Das wird sich noch ein bisschen verschieben. Und der rechnet auch, wie gesagt, nur die Bewegung nach unten. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Also es werden ein bisschen mehr Delta V sein. Da kommt schon wieder die Raumstation vorbeigeflogen. Nochmal winken. Winke, winke. So. Dinge, die wir tun können. Wir können unsere Landebeine ausfahren. Zack. Gut, das haben wir schon mal. Landebeine des Containers sind raus. Wir können sicherstellen, dass wir Control from hier machen. Das sieht aber auch schon gut aus. Wir gehen Surface Retro. Okay. Bin sehr gespannt. So, Zeitraffer an. Da kommt unsere Landezone. Gut, wir kommen runter etwas hinter der Space. Na, das ist fast ein bisschen knapp jetzt. Okay, wir beginnen mal ein paar Korrekturmanöver. Und zwar sind wir eh nicht ganz auf Kurs. Wir machen jetzt mal ganz leichte Korrekturen an der Kiste. Check, das ist schon mal gut. Und dann wollen wir gerne, ne, wir wollen in Richtung Norden hochziehen, so rum. Deshalb passiert da nichts. Ich möchte gerne in Richtung Norden hochziehen. Vertical Speed ist negativ, das passt, also wir fallen auch noch. Ich möchte gerne noch viel mehr nach Norden hochziehen. Ich möchte nämlich wirklich über die Basis drüber fliegen. Dankeschön. Jawohl. Das sieht gut aus. Ein kleines bisschen noch. Okay. Sehr schön. Dann können wir Retro gehen. Jetzt sind wir nämlich, glaube ich, ziemlich exakt auf Kurs. Wenn ich so mal durch meinen eigenen Mittelpunkt durchgucke, fliegen wir exakt drüber. Sehr schön. Wir haben 76 Delta V für einen Suicide Burn. Die werden wir natürlich nicht. Also, wir werden mehr brauchen, weil wir nicht nur. Also, Suicide Burn rechnet quasi nur. Vertikalgeschwindigkeit. Wir haben aber auch noch einiges an Horizontalgeschwindigkeit, nämlich momentan 128 Meter pro Sekunde. Die müssen wir aber mindestens bremsen, weil die Bremse sind nicht von alleine. Das heißt, wenn ich das jetzt mal im Kopf zusammenrechne und so überschlage, sind wir bei etwas mehr als 200 Delta V, die wir jetzt noch ausgeben müssen. Wir haben etwas mehr als 400, das heißt, wir können uns auch noch Korrekturen erlauben nachher. Der kann durchaus abgesprengt werden, denn ich kann ihn ja anmachen und dann losfliegen. So. Langsam, langsam, langsam. Höhe jetzt noch 3300. Das sieht gut aus. Wir kommen relativ schnell. Oh, fuck. Fuck, fuck. Okay, ich kann scheinbar nicht so viel Gas geben, wie ich gerne möchte. Irgendwas stimmt nicht. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Irgendwie bin ich ins Ungleichgewicht geraten. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Es reicht aber zum Bremsen. Ich habe es hoffentlich noch rechtzeitig bemerkt. Unser Vertical Speed ist relativ gering. Das ist ärgerlich. Ich weiß gerade nicht, warum er so einen starken Drall kriegt, aber
Ah, scheiße, die Fahrwerke, ja. Die werden es sein. Ja. Ja, danke für den Tipp. Die Fahrwerke sind es tatsächlich. So, ich nehme jetzt mal den Surface komplett raus, damit wir nicht ganz so weit abkommen. Wir fliegen dann gleich zurück. So. Zack. So, jetzt will ich nämlich eigentlich eher so in die Richtung gerne beschleunigen. So, jetzt nochmal. Ja, da habe ich tatsächlich mein eigenes Fahrwerk ist mir da in die Quere gekommen. Mit niedrigem Schwung geht's dann aber. So. Das heißt, ich kann bremsen. Das ist wichtig. So, jetzt können wir schon mal gucken. Wenn da die Basis kommt, werden wir wahrscheinlich so drehen wollen. Vermute ich zumindest. Ja, die Landebeine. Das hätte ich ein bisschen schlauer drehen müssen, aber gut, ist immer so. Aber es ist kein kritischer Fehler, glaube ich. So, mal gucken. Aber wir kommen echt schön rein, muss ich sagen. Wir können bremsen. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. So. Ich mache jetzt mal bisschen langsamer für die letzten paar hundert Meter. Wir werden mit ein bisschen Seitendrall durch die Aktion natürlich auftreffen. Das ist ein bisschen schade, aber lässt sich jetzt nicht so richtig vermeiden. So, 130 Delta V Reserve noch. Sehr schön. Das sieht gut aus. Von der Entfernung sieht das echt gut aus. Bob, was ist los? Ah, shit. Vergessen. Ich hatte den Retro noch drin. Das ist klar, dass er dann so einen Hüpfer macht, aber alles ist super. So. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn mein Target? Ich würde jetzt mal noch ein bisschen ran schweben. Ganz langsam starten. So, ein bisschen hoch mit der Nase. Wo ist mein Target? Da ist mein Target. Ich würde gerne noch ein bisschen da lang. Dankeschön. So. Jetzt können wir einfach langsam ranschweben. Wir haben noch 60 Delta V, damit können wir ganz gut bremsen. Eigentlich. Und wir sind jetzt auf einer Höhe, wo ich einfach im Zweifelsfall das Triebwerk ausmache. Und mich aufschlagen lasse. Ich finde, so kann man das doch mal abstellen, oder? Unter 20 Meter finde ich okay. Also für mich ist das okay. Gut. Ich würde sagen, jetzt müssen wir den Skycrane noch entsorgen. Boden verankern kann man das Ding wahrscheinlich nicht. Jo. Skycrane entsorgen und dann war es das für das Teil hier.
Oh Gott, nicht wieder. Multi-Weld. Ja, weld all the things. Also. Folgendes müssen wir tun. Leichter Schub. Und weg. So. Das Problem sind wir los. Hui. Da fliegt er dahin. Schön. Warum nicht disassemblen? Ja, weil ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, was das Node-Part war. Das Root-Part war. Ich kann Root-Parts nicht abbauen. Das ist so ein bisschen problematisch. So, jetzt können wir mal gucken. Antenne kann raus. Zack, die Dinger können auch wieder auf Automated on. Automated on. Zack. Dann die Dinger hier. Deploy. Wie cool ist das denn? Deploy. Zack. Sehr geil. Lights on. Lights on. So, dann haben wir ja auch schon mal so ein bisschen Einflugvektor, den man sehen kann. Strommäßig sieht es im Moment gut aus. Ich befürchte aber, sobald ich einen Bohrer anschmeiße, ändert sich das recht drastisch. Ich mach mal ein Deploy an. Nö, scheint er zu halten. Okay. Die zwei Solarpaneele scheinen genug zu erzeugen. Start Gips und Drill. Ah, oh, und guck mal, wie viel Paddel. Ah, geil, das hat funktioniert. Wie cool ist das denn? Guck mal, wie unglaublich viel Gypsum und Fertilizer wir da drin jetzt speichern können, nachdem wir die Dinger jetzt aufgeblasen haben. Keine Ahnung, warum es auf dem Boden nur so komisch angezeigt worden ist. Also wir haben einen unglaublich großen Ore-Tank mit 3200 Einheiten. Und wir haben richtig viel Platz erstmal für Gypsum. Wir können 64.000 Einheiten Gypsum in dem Teil hier speichern. Den müssen wir dann eigentlich nur noch über irgendwas, wahrscheinlich über die Teile da, die wir dann umbauen mit dem, mit der Verarbeitungseinheit verbinden. Sehr, sehr geil. So, jetzt würde ich mal als nächstes den Rover ein bisschen zur Seite fahren. Jawohl, das ist der Rover. Der fährt jetzt mal ein bisschen weg, denn ich möchte hier gerne die Landezone frei bekommen. Aber er kümmert sich um die Beleuchtung der Landezone weiter. Das heißt, ich fahre jetzt einfach raus, lass aber die Dinger hier hin. Weil ich würde hier so gerne, da wo der Rover quasi stand, würde ich sehr, sehr gerne meine Wohnmodul abstellen. So. Was? Doch, bei den Landebeinen? Was? Wie? Wo? Was ist bei den Landebeinen? Oh. Jemand stürzt ab. Ach, Mensch, die haben tatsächlich einen Ground Taffer. Das ist natürlich echt cool. Toggle Ground Taffer. Achso, der toggelt jetzt immer hin und her, oder was? Okay. Ground Taffer attached. Ach, kommt, wir lassen den Weg. Das geben wir uns. Ja. Guck mal, ist doch super. Ihr wolltet doch, warum ich es nicht disassemble. Das kann ich noch disassemblen. Das ist alles noch super. Weil im nächsten Ding geht schon fast nichts mehr kaputt. Guck mal, jetzt kommt es wieder runtergefallen. Das hat nur noch 8 Meter pro Sekunde. Super, oder? Da können wir nachher noch irgendwas holen. Das ist noch okay. Und das ist nur einen knappen Kilometer entfernt runtergekommen. Jetzt rollt es wahrscheinlich noch irgendwie. Einmal quer über Minmus. Buck, 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 buck. Wir haben das Rad erfunden. Okay, genug rumgespielt. Wir gehen mal zu unserer Wohneinheit. Oh, ja. Entschuldigung, das war jetzt natürlich nicht die schlauste Idee. Können wir kurz anhalten dann bitte? Gut, wir sind jetzt hier gefangen. Ich nehme mal den allerletzten Schluck mittlerweile kalten Kaffees. Noch 3,4 Meter. Eigentlich müsste es irgendwann mal anhalten. Physics Warp wäre eine Möglichkeit, wird das Ding aber wahrscheinlich zerreißen. Und ich bin noch im Physics-Ladebereich der Basis. Und ich verabscheue es prinzipiell in der Nähe der Basis von Dingen, die einen Ground Taffer benutzen.
einen Physics-Time Warp anzuschalten. Das geht eigentlich nie gut. Also ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo das eine gute Idee war. So, und jetzt liegt er, glaube ich, still. Ja. Voll. Sehr schön. Okay. Können wir dann jetzt umschalten? Super. Das freut mich, dass wir uns da einigen konnten. Also sogar von dem Skycrane sind noch fast alle Bau. Ich glaube, zwei Motoren sind explodiert, wenn ich das richtig gesehen habe, mitsamt ihren Triebwerken, sage ich schon. Zwei Triebwerke, logischerweise das gleiche wie ein Motor. Mit ihren Tanks. So. Jetzt kommen wir hier als nächstes reingeflogen. Ich bin mal gespannt. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie viel leckeres Essen wir bis dahin abgebaut haben. Also wir haben noch 65 Tage Zeit, bevor auf Minmus eine Hungersnot ausbricht. Aber wir bringen ja jetzt die technologischen Grundlagen dafür, dass man sich selber Essen herstellen kann. So, 3 Stunden noch bis zu unserem Manöver zum Bremsen. Da kommt Minmus. So, wir können das komplette Bremsmanöver tatsächlich noch auf dieser Stage fliegen. Die war eigentlich nur für den Minmus-Transfer gedacht. Auch hier kommen wir wieder sehr knapp an irgendwas vorbei. Ja gut, so knapp ist das gar nicht. Am Minmus-Länder. An einem der vielen Minmus-Länder. Das sind ja so ein paar. Und hier ist auch schon wieder Funkkontakt zur Minmus Space Station hergestellt, die fleißig über all dem kreist. So, jetzt holt er uns aus dem Time Warp raus. Das passt mir auch ganz gut. Dann kann er nämlich direkt mal retrograde gehen. Jawohl, das ist erledigt. Und ich denke mal, wir werden keine Minute brauchen, um das runterzubrennen hier. Ich denke, das wird sich eher so um, naja, wenn ich da oben gucke, so 20 Sekunden wird sich's drehen. Ja, abschrauben wäre natürlich eine Idee, aber wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich einfach das. Was ist denn hier passiert? Hier ist irgendwas auch schon komisch. Na gut, ich bin mir halt nicht sicher, ob das Abschrauben geklappt hätte. Wait, 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 wait. Von wo kontrolliere ich jetzt gerade? Irgendwas ist da eigenartig. Das ist nämlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn man sein Manöver fliegt und sich die Delta V erhöhen. Und wir sind gedreht. Und jetzt funktioniert das Manöver auch. So, Vollgas. Ich brauche einen Krakenzähler. Ich brauche keinen Krakenzähler. Der Krake hat hier nichts verloren. Niemand hat die Absicht, den Kraken zu beschwören. So. Aber was ist euer Eindruck? Also mein Eindruck bisher, wenn das jetzt auch noch gut klappt. Heute geht es richtig voran mit der Duna-Basis. Das wirkt vielversprechend. Duna-Basis, mit der Minmus-Basis. Das wirkt vielversprechend heute. So, zack, das erstmal weg. Gut. Ist das Seekern-File auf dem aktuellsten Stand? Nicht ganz. Ich habe es noch nicht neu rausgespeichert. Es fehlt All Your All and. Was ist das andere? Easy Vessel Switcher, die habe ich dazu genommen. Der Rest ist aktuell. Leider funktionieren ein paar Mods gerade nicht. Planet Shine und Persistent Rotation sind irgendwie gerade Kacke zu mir. Die wollen irgendwie gerade nicht so, wie ich das will. Gut, wir haben jetzt hier noch 18 Delta V, ganz ehrlich. So. Raus, ein bisschen abtrennen. Das braucht keine Sau. Wie bekommen wir es am besten, Satelliten oder was auch immer, einen bestimmten Punkt zu halten? Irgendwo zu halten geht wohl über zum Beispiel extreme Fummelei. Ballard, indem du dir am besten hier Kerbal Engineer installierst und dann gibt es hier was, das du dir einstellen kannst. Das nennt sich Orbital Period und die Orbital Period musst du einfach auf genau die gleiche Zeit bringen wie eine Umdrehung von Kerbin und dann passt das auch. Das kannst du dir im KSC-Wiki alles detailliert durchlesen. So, was wir jetzt mal machen ist, ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. Wir haben Strom. Ja, check, okay. Ich werde jetzt hier abdocken.
Und dann dort andocken. Das ist zumindest mein Plan. So. Okay. Also, wir wollen gerne Control from hier. Zack. Oh shit, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Actuation Toggles überall abzuschalten. Zack. Also ich baue jetzt den Skycrane auf einsatzbereit um. Pitch Roll, weil ich müsste jetzt auch trotz allem, ich bin ein bisschen zu, also ein bisschen unwuchtig. Müsste das kein Problem sein, weil jetzt wenig Gewicht da ist mit einer relativ hohen. So,